Jo Leute, was gibt's denn? Devil Love. Thanks, willkommen zu einem weiteren Part. Let's try it off, thanks. Jo, wir spielen heute wieder mit den drei Panzern. Und ja, bevor wir sofort loslegen, habe ich gerade nachgeschaut, haben wir schon den zweiten Motor, den wir uns erforschen können. Natürlich 4700 freie Erfahrung muss natürlich hin. Tu mal locker mal hin tun. Geldhammer ausgeben, sehr schön. Und dann kann ich mir schon den 7er Motor dann bald kaufen. Der hat dann 700 PS und der hat jetzt 520. Naja, denke ich mal, wird sich lohnen und ja, mal sehen, ob das Leiden. Zug ist nicht voll. Ach so, ja, ich habe im Zug gespielt mit einem Kollegen und ja, unnötig, genau so. Wir legen los mit dem MT25. Hab mit dem gespielt und ja, hat sich halt ein bisschen nicht gut gelohnt für mich, weil noch viel zu benachteiligt bin, beziehungsweise habt ihr die Crew noch nicht mal auf 100%, aber. Ich glaube, wenn ich den Panzer komplett ausgebaut habe, dann fahre ich mit dem ein bisschen öfter und dann wird es, denke ich mal. Und ihr seht ja, ich kriege auch nicht höhere Gegner als Stufe 8, glaube ich. Das ist halt sehr schön auch, weil da kann man gut balancieren. Beziehungsweise kann ich was machen, ich kurz mal gucken, wie viel, ja, meine Taste hängt. 112 Durchschlagkammer für einen 6er. Ich überlege gerade, ja, 6er haben eigentlich schon einen guten Durchschlag, denke ich. Gegen 7er komme ich da schon durch, das ist dann kein Problem. Aber das Problem ist halt, ich muss scouten wie ein Blöder. Und das ist nicht so einfach. Genau. So, es gibt nichts von mir. Und deswegen reden wir einfach mal, ja, über diesen Panzer hier, über die Scouts. Wieso nicht? Die Scouts werden ja auch nicht so oft in den Vordergrund gestellt, weil das ja eigentlich Spotting-Panzer sind. Aber ich vergleiche immer die Scouts immer gerne mit Medium Panzer, weil Medium Panzer sind einfach auch Scouts und verstehe halt nicht, wieso die Scouts überhaupt eingeführt wurden. Was ich zum Beispiel weiß aus dem Zweiten Weltkrieg, da gab es den Panzer, den T-34, und der war halt ein Scout-Panzer, der hat halt gespottet für alle. Und dann frage ich mich halt immer, ja, wieso. Der war ja auch ein Medium-Panzer, der war ja kein Leichter, der war ein Medium-Panzer. Wieso hat er gespottet, obwohl das unnötig war? Aber naja. Und allgemein kenne ich diese ganzen Panzer gar nicht, die hier aufgezählt sind. Was jetzt die Leichten angeht. Die kenne ich persönlich gar nicht. Ich kenne den M8A1 oder M4A1, aber sonst nicht viel. Ja, das hat sich gelohnt für mich. Das ist wieder gelohnter Schuss. Ich komme bei einem Cromwell nicht durch. Da ist doch geiles Zeug. Oh, jetzt kassiere ich vom Cromwell, weil der mich sieht. Ja, ich habe mich so gut wie tot, aber jetzt habe ich seine Schwachstelle gefunden, seinen Turm. Was natürlich voll unnötig ist. Als Schwachstelle. Natürlich sieht er mich sofort, ohne dass ich was machen kann. Das ist natürlich Fair Play. Ich glaube, nicht so weit raustrauen. Ja, der Cromwell, der schießt immer gerne. Man sieht, der schießt wieder auf mich. Also ich sehe ihn nicht, er sieht mich. Das ist ein bisschen unfair. Na, da bin ich noch sicher. Aber ich sehe nicht, aber ich kann auf jeden Fall tanken, weil ihr seht ja, ich habe hier Seitenwinkel. Und das ist dann sehr schön für mich. Was mich natürlich wundert, dass der Kollege da, die da hinten abknallt, als die hier. Der Kollege ist auch noch nutzlos. Ich kann nicht wirklich viel machen, das ist klar, aber ja, spotten tut mein Panzer auch nicht, wie ihr seht. Er macht ja nur, was er will. Mal ziemlich mal zurück. Bei der T29 anscheinend denkt er, hat es besser zu tun. So, der ES, dies, das, da ist der Cromwell. Obwohl, ich könnte, ja, rückwärts, dies, das, alles klar. Wie kann ich da nicht viel machen? Ja, da ist runtergefallen, der Cromwell. Das hat er halt gemacht. Ich will mit dem, dass der T29 den angreift, aber ich würde wahrscheinlich als erstes sterben, was mir natürlich nicht so die Laune gibt. Oh, sehr schön, gehen wir einen Damage mit. Ah, der zweite ging nicht durch, weil okay, der ist abgehauen. Gefällt mir. T29 rückt vor, da rückt richtig gut vor.
Das soll er ruhig machen. Ja, da war ich nicht hin. Was mit so das Risiko? Schieß mal ein bisschen in den Arsch, falls ich die Möglichkeit dazu habe. Deswegen schön langsam ranfahren an die Gegner. Schön langsam. Ja, in die Seite komme ich da nicht durch, aber ich kann es mal probieren. Sehr schön. Und ich wurde vom Jagdpanzer 4 getötet, der wahrscheinlich da oben auf dem Berg ist. Oder beziehungsweise da hinten ist. Das weiß ich dann nicht, ob der da oder da ist. Naja, schade, ich habe ja kein Lämpchen. Das ist eigentlich viel wichtiger für den Scout mit Lämpchen und Tarnnetz und dies und das. Kaufe ich mir erst später, weil ihr seht, der Panzer hat gar nichts. Genau, dann legen wir gleich weiter mit dem Objekt 430-2 los. Sehr geiler Panzer, nur halt wie immer ohne vollendenden Turm. Aber sein Turm hält halt einiges aus, beziehungsweise seine Panzerung ist auch sehr geil. Gefällt mir halt. So, ein DDP-1 Clan mit einem 10er, einem 9er und noch einem 9er, okay. Ja, die Gegner haben nur einen T-45-Zug. Sollte uns nicht wirklich behindern. So, ich habe zwar einen guten Turm, aber gegen Jagdpanzer 100 habe ich schon Angst. Weil ich glaube, wenn er mir hier trifft, dann ist schon vorbei für mich. Ja, also ich kann nicht gucken. Auch ein komischer Winkel hier. Also ich schaue gerade nicht hin. So, normalerweise müsste ich die Gegner analysieren, aber es ist schon klar, weil die haben keine AT. Dann fahren wir halt auf den Berg. Auf den Berg. Mit einem Mach. Nein, Scherz. Ich überlege echt krass darüber nach, ob ich mir den Heavy von den von Chinesen leveln soll. Denke ich echt krass drüber nach. Und der Ganschen will ja mit mir auch einen Panzer erspielen und wir zusammen leveln. Aber ja, ich weiß nicht. Das ist halt immer diese Sache, man weiß nie. So. Dann fahren wir mal weiter. Diesmal sind wir ganz schnell dabei. IS-7, ein T-110-5 ist dabei. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie schon mal gesagt habe, aber manchmal gibt es ja diese Momente, da schaut man auf die Minimap und da sieht man ja ganz viele Heavys, dies, das, und man weiß ja nicht ungefähr, welcher Panzer das ist. Aber wenn man ihn zum Beispiel dann irgendwie hinterm Haus sieht und man sieht halt nur seine Lebensanzeige, dann kann man auch nicht gerade sagen, ja, welcher Panzer ist es? So, man kann halt die Gefährlichkeit nicht einstufen. Ich kann das, weil ich kann ungefähr nach dem Leben einschätzen, aha, das ist der Panzer, weil ich weiß jetzt ungefähr von jedem, also ich weiß von jedem Panzer, wie viel Leben der hat. Natürlich kann ich mich bei dem einen oder anderen verwechseln, weil die haben ja exakt dieselbe Lifepoint-Punktzahl, deswegen, also die exakt selben Lifepoints, deswegen kann man sich das schon verrechnen, verschätzen, genau, welche Panzer es sein könnte. Aber meistens trifft es doch voll zu, zum Beispiel, das ist der T-44, der Stock, das erkennt man, da ist ein Leopard 1. Bei mir leckt das hart, das gefällt mir gar nicht. Also das mit dem Leck, das kannst du mal knicken spielen. Und das Lecken gefällt mir nicht wirklich. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich muss mich zurückziehen. Ihr seht ja, auf mich schießt jeder. Ja. Echt krass, dass sie den Berg schon erobert haben, ohne dass ich gerade mal da angekommen bin. Ich muss hier hoch. Also der IS-7 kommt hier ran. Das gefällt mir, Alter. Habt ihr das gesehen? Das sind ja Endstelle hier oben. Wie ist das, ist ja schon hart. Das konnte ich nicht mehr reagieren, aber der Lag hat mir das bisschen noch versüßt, würde ich mal so sagen. Oh, der hat kassiert. Ich habe natürlich auch kassiert. Oberhalb sogar, das ist natürlich nicht toll. Den Mittel haben sie verschont gelassen. Ja, steht da, denke ich mal, sicher mit mir. Das ist schon krass. So, der IS-7 macht ein bisschen Spiel für mich, aber mir gefällt, dass es gerade so hart leckt. Boah, ja, die pushen, aber der Push was bringt. Ich würde gerne unten eigentlich. Und der Leopard, da hat er ein bisschen zu viel gespielt. Ja, ich komme bei einem 8er nicht durch, das darf ich lieber. Deine Panzerung hat er auch. Oh Gott, ja, auch nicht nur dein Badget raus. Also das ist so ein Witz. Ich habe den Badget gar nicht gesehen. Er kommt einfach von hinten rausgefallen und diese Drecks, ups, können nichts, naja gut, 2 von 3 Niederlagen in Folge, denke ich. Obwohl, nein, das war ja ein Sieg,
Genau, das war sogar ein Sieg. Mal sehen, was wir sogar bekommen haben. Ja, das ist 505 Erfahrungen. Gut, das ist hier noch mit dem Premium. Und zum Premium möchte ich noch was sagen, und zwar Aufträge unterscrollen, erfolgreich gemacht. Und wartet mal, ich muss ihn mal finden. Genau, da habe ich 3 Premium-Tage. Habe anscheinend diese 3 Teile erfüllt. Habe gar nicht mehr darauf geguckt. Aber okay. Und ja, kriege ich ja Geld irgendwie haufenweise, deswegen kriege ich auch so schöne Kohle. Und ja, nur damit euch nicht wundert, wieso ich auf einmal 3 Tage für Premium habe, mal wieder. Das ist einfach, weil das Spiel halt sehr viel am Laufen hat, sehr viele Aufträge, und die erfülle ich dann automatisch, ohne dass ich sie überhaupt durchlese. Weil man schon, wenn man sie sich durchliest, dann versucht man sie halt zu erfüllen, und dann schafft man sie halt meistens nicht zu erfüllen. Und also ich meine, wenn es um Panzer geht, dann schon, aber sonst nicht. Und deswegen schaue ich meistens nicht hin. Nur wenn es um Panzergewinn geht, aber dann werde ich durch tausende YouTuber informiert, die ich da schon abonniert habe. Mensch, es ist nicht tausend, aber ich habe einen wichtigen YouTuber, der kriegt die Informationen aus erster Linie. Und dann weiß ich sofort Bescheid, alles klar, es gibt den Panzer wahrscheinlich zu gewinnen, zu erspielen und zu gewinnen. Und das nehme ich dann auch wirklich ernst, schaue es mir dann an. Aha, das ist ein Panzer, zum Beispiel der T-34. Das Premium wäre richtig Premium. Dann wäre richtig geil. So, mal sehen, was wir hier heute haben. T-30. Bis jetzt haben wir mit der Scout gewonnen, dreimal. Vielleicht drehen wir nochmal mit der Scout. Ansonsten vielleicht nochmal eine Runde mit dem Objekt zu drehen. Ich streite gerade darum, ob das mit dem Objekt lieber ist oder mit dem Scout. Hauptsache mit der T30, da kratzt es mir nicht, weil die Gegner haben eine Auto oder da. Das ist dann schon, ja, das könnte hart werden. Plus 200 im Zug. Das ist nicht so toll. Plus noch, das wird dann doch schon ein bisschen sexy. Wir haben keine 100 im Zug, aber der 100 ist im Zug mit der Kamera. Und der hier ist nämlich hinter dem SCB-1. Ja, der... Den sehe ich. Den habe ich auch schon gesehen, wahrscheinlich. Wo stehen? Wo ist der? Ja, ich muss ihn sicher verschwinden. Wenn die Taste da. Hauptsache ich werde nicht gespottet von seinem Scout, weil die Scouts können mich spotten, aber ich kann den Scout nicht spotten. Ist scheiße, aber... Man... muss man... Also die Entscheidung ist jetzt folgende. Links und rechts. Das TB1 steht schon richtig, aber wir müssen verstärken. Wir haben einen TB. Ich darf mich nicht zu sehr ablenken, weil sonst habe ich selber Scheiße gebaut. Ich muss die Gegner auch schon ein bisschen sehen, weil ich schaue auf gerne auf dem Team, was die machen. Weil ihr habt bestimmt beim Let's Play schon miterlebt, dass ich ja eine Vorfahre, und ja, merke gerade, mir ist nichts. Keine Deckung, nichts, und dann sterbe ich praktisch. So. Der Kollege ist da. Das ist klar. Die 100er sind da oben. Sollen wir euch bleiben? Steht Deckung. Steht keiner in dieser 100er. So, der Jagdjäger, der wird mir so viel Spaß machen zu schießen. Sehr schön, wenn man mit einem 800 Damage reingeht. Wir haben noch 1003 Leben. Ich will ihn anziehen. Das hätte ich natürlich noch nicht. 8 Sekunden nach meiner Zeit. Ich glaube, das wird... Wow. Da habe ich mich schon ein bisschen überwältigt. Jetzt sehe ich das Ganze wieder. Hier gerade. Ich kann einfach warten, wo ich denke, dass die Aktien nicht da ist. Also hier oben zu denken. Ich schieße einen Kollegen. Der hat die Gefahr, die jetzt nicht ausfahren wahrscheinlich. Der hat mich sofort geschält. Das ist eine Gefahr, die so ist, sofort ist klar. Ich habe nicht sowas. Ich habe immer noch weggedreht. Das geht auch nicht verstärkt. Sehr schön. Wahrscheinlich hätte ich keine Rücken bekommen. Aber der hat die Gefahr ein bisschen laggy wahrscheinlich. Naja. Oder wir bomben sogar gleich bei dem Part, weil kürzer ist auch nicht schlecht. So. Ach, gesehen. Mal leider, ne? Ja, das ist gut. Oh, du siehst, dass
sehr schön zu besitzen. Was muss? Ui, wieder weg. Gefällt mir nicht. Oh Gott, das ist ein... Ja, das ist ein Medium. Und zwar... 54. Ich könnte nur da, wo ich sagen, es wäre der T54 E1 oder B50. Oder... Nein, nur die... Also, jetzt stehen, genau. So, T4. Ja, man, das tut schon nicht mehr. Das war alles klar. So, ich muss hier noch von hier kommen und zurückzulegen. Dann habe ich gemerkt, dass mein Fahrrad nicht steht. Das wird ein bisschen Sachen schwer. Jetzt habe ich einen Drehwarnturm, 360 Grad, aber da ist ein bisschen was. Ist ja auch hier wie geplant. Also, wie gesagt, Sechs hat erst die ganz gemacht, nicht schlecht. Er hat Latte geschrieben und ist noch nichts mehr wieder, aber ist nicht schlimm. 5 Minuten ist das wohl easy peasy. Und ja, ich glaube, ich drehe noch mal eine Runde mit dem Public 432 und sehen es hier so aus. Ja, wir haben nicht viel rausgeholt, aber obwohl, 3000 Minuten ist nicht wirklich schlecht. Der zweite Platz, 32.000 Credits, wegen weniger. Nun gut, jetzt machen wir noch eine Runde, weil wir haben die bestimmt verpackt. Was ich euch noch empfehlen kann, ihr seht die freie Erfahrung, die ich da habe mit 228 jetzt, die müsst ihr einfach ignorieren. Einfach, als ihr keine Erfahrung, sowas gibt's bei euch nicht. Und dann, nach einer kleinen Spielzeit, und dann vielleicht ein paar Sachen davor stellen, freie Erfahrung, und dann habt ihr schon richtig Erfahrung gesammelt und dann könnt ihr sie auch gut ausgeben, aber nicht für den nächsten Panzer zu kaufen, weil das bringt euch nicht wirklich viel. Das ist ein Panzer, aber Zusätze zu kaufen. Zum Beispiel für den Panzer konnte ich mir auf den Turm kaufen, das ist schon erledigt. Die Gun konnte ich fast drauf tun, aber die Kette von mir gut. Die Kette ist eine ganz andere Sache, aber trotzdem muss ich nicht extra noch spielen, weil die meisten von uns leider dann auch schon den Panzer haben, ein bisschen komplett Stock und so weiter. Aber nichts da. Da habt ihr kein Problem, wenn ihr diese ist. Ist es ja auch nicht definitiv, so viel Erfahrung gibt es auch nicht, diese freie. Und maximum 100 irgendwas, aber es ist dann schon nicht selten, wenn man viel spielt. Ich fange einfach an zum Beispiel an, und das ist dann so geil, aber... Das hat sich dann erledigt, ich dachte, ich überlebe den Kontrolls. Habe mich daran erinnert, ausgezählt. Naja, kann man nicht mehr gehen. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ansonsten sehen wir uns morgen.